So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum heutigen Video zu Kill the Unicorns. Das Spiel ist für 3 bis 6 Spieler ab 10 Jahren, dauert so ungefähr 40 Minuten. Das Video entsteht bei meinen Eltern zu Hause, daher ist im Licht das nicht alles optimal, aber ich hoffe, das wird trotzdem ganz gut funktionieren und ich werde euch einfach nur einen kurzen Überblick geben, wie dieses Spiel so grundsätzlich funktioniert. Es geht darum, Einhörner nicht wirklich zu töten. Wir wollen sie hier erstmal nur fangen. Danach bekommen wir Punkte dafür, dann haben wir mehrere gleichfarbige, bekommen wir dafür entsprechend Punkte. Das heißt, habe ich irgendwie 2 blaue, bekomme ich 2 Punkte, für 3 schon 5, für 4 8, für 5 12. Wenn ich noch ein 6. blaues bekomme, es gibt ja alle 7 Mal, bekomme ich dafür keine weiteren Punkte. Oder Regenbogen, wenn ich halt einmal eine Karte jeder Farbe habe, bekomme ich dafür 8 Punkte. Aber ich kann die Einhörner nur in dem einen oder in dem anderen Set werden. Habe ich 2-mal alle Farben, die es gibt, habe ich sofort gewonnen. Also das ist schwierig zu erreichen. Dave und Co. sind leider nicht mit in Cuxhaven. Und ein Spiel ist das Start-Einhorn. Wer zuletzt ein Einhorn gesehen hat, der sollte aber laut Anleitung auch gerne mal zum Arzt gehen. Hier spielt noch eine Spezialfähigkeit. Aber erstmal die Anleitung, da ist eigentlich alles relativ gut erklärt. Wobei bei manchen Sachen hätte ich mir noch ein bisschen mehr Details gewünscht. Dafür, dass die Zielgruppe ja jetzt nicht eher so Hardcore-Gamer sind. Aber kommen wir gleich zu. Na, hier sieht man die verschiedenen Phasen. Zunächst mal, reingelegt, Beginn der Runde, dann Horido und Halali, dann der ganz sicher nicht und dann der Schwarzmarkt. Sprich, jetzt kommt erstmal reingelegt. Da würde jetzt einfach jeder Spieler 2 von diesen reingelegt Karten hier ziehen, mit dem Startspiel angefangen und würde sich eine aussuchen, zum Beispiel das Mifhorn, kann man halt verdeckt zu einem Einhorn dazulegen und wer dann hinterher das Einhorn gewinnt, darf eine von beiden Karten, falls da 2 liegen, man kann eine drüber und eine drunter spielen, aufdecken und die gilt dann. Hier könnte man jetzt zum Beispiel Mifhorn draus machen. Das heißt, das wären auf jeden Fall einfach 5 Punkte weniger wert. Oder die Voodoo-Puppe, wer halt diese Jagd gewinnt, darf in der nächsten Wahl nicht teilnehmen. Das ist später, werden manche von diesen Karten taktisch noch sinnvoller. Jetzt könnte man überlegen, irgendwo draus ein Mifhorn zu machen. Das wird dann rangetackert und bleibt bei diesem Einhorn liegen. Das heißt, ich könnte schon mal gucken, der wird wahrscheinlich den mit einem Bonbon haben, weil das wären ja gleiche Farben. Dafür gibt es erstmal Punkte. Er will vielleicht so einen Pilz haben. Ich möchte gerne so was Blaues haben. Das heißt, der Startspieler könnte jetzt zum Beispiel hier die Karte, ob drüber oder drunter, ist erstmal egal, hinlegen. Die andere würde einfach dann offen wegkommen. Das haben jetzt alle Spieler gemacht. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich auch gar nicht wissen, was hier so für reingelegte Karten drunter liegen. Jetzt hat jeder Spieler Karten auf der Hand. Wir haben auch alle das gleiche Set. Das heißt, eine Viererkarte, 2 Einserkarten, 2 Zweierkarten, eine Dreier- und 2 Nullerkarten. Und der Spieler, der quasi der Startspieler ist, wer diesen Marker vor sich liegen hat, darf jetzt 1 bis 3 Karten auslegen oder passen, um an der Jagd teilzunehmen. Und ich sehe jetzt schon, okay, das ist ein Einhorn, das mich nur bedingt interessieren würde, aber das interessiert wahrscheinlich den Spieler da hinten. Der hat auch eine Karte dahingelegt. Da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die potenziell gut ist. Und ich kann ja versuchen, so ein Set zu sammeln. Also könnte ich jetzt einfach mal, ich könnte auch ein bisschen bluffen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich lege hier mal 2 Karten aus und die spiele ich jetzt einfach so verdeckt vor mich, dass die anderen Spieler gar nicht wissen, was ich habe. Jetzt müssen halt im Uhrzeigersinn alle anderen Spieler auch überlegen, nehme ich jetzt in der Jagd teil, dann müssen sie auch, genau wie ich, 2 Karten spielen. Das heißt, hier die Prinzessin würde jetzt vielleicht sagen, okay, sie spielt diese beiden Karten vor sich und behält die anderen auf der Hand und der gelbe Spieler würde jetzt mal sagen, er passt. Kann auch einfach machen, behält er mehr Karten auf der Hand, wir können aber nicht verbrauchte Karten am Ende noch für den Schwarzmarkt einsetzen. Das heißt, jetzt würden alle Spieler die Karten aufdecken. Ich hätte jetzt hier eine 2 gespielt und die Prinzessin hätte jetzt eine Doppel-Null gespielt. Würde ich mich erstmal fragen, was soll das denn? Wenn ich das Spiel jetzt kennen würde, würde ich schon ahnen, was hier für eine Karte liegt. Ich habe das Ding jetzt gewonnen, also muss ich jetzt eine von den beiden Karten aufdecken, die hier liegen, von den reingelegten Karten. Es liegt aber nur eine hier, also muss ich diese aufdecken. Und wie gesagt, jetzt, das kommt nicht auf die Größe an. Der niedrigste Jagdwert gewinnt dieses Einhorn, nachdem alle Gleichstände aufgehoben wurden. Das heißt, hier ist der Jagdwert 2, 2 und 0, hier ist der Jagdwert 0. Dementsprechend hat er jetzt den niedrigsten Wert mit einer 0 und er gewinnt einfach dieses Einhorn und hat jetzt schon mal hier ein Set aus 2 Einhörnern. Das erste Set ist gar keine Punkte wert. Hier sind aber auch noch 2 Sterne drauf. Das heißt, erst werden alle Sterne nachher addiert von den Einhörnern. Dann gucken wir, ob man irgendwelche Set-Boni bekommt. Und ja, dann würden wir diese Karten, das ist hier leider platztechnisch gerade ein bisschen schwierig, ich lege die mal hier hin, einfach aufgedeckt hinlegen, damit man halt, damit die anderen Mitspieler eben sehen, oh, ich schmeiß die hier, leg die hier mal ein bisschen weg, damit die anderen Spieler sehen, was eben schon gespielt wurde, was sie noch auf der Hand haben können. Soweit ich das verstanden habe, die Karte hier wurde ja offen abgeworfen, das heißt, die anderen Spieler wissen schon nochmal, dass dieses Mifhorn erstmal, zumindest einmal schon mal raus ist und die Karte hier würde auch abgeworfen werden, würde jetzt dieser Spieler auch wieder bekommen. Und jetzt würden wir das nächste Einhorn jagen. Hier hat jetzt der gelbe Spieler was rangespielt, wir wissen halt nicht, ob gut oder schlecht, man kann sich jetzt überlegen, ob er verschiedene Sets sammelt
holen will oder bei mir da vielleicht einen reinwürgen will, ne, der hier jetzt die Prinzessin, die letzte Jagd gewonnen hat, ist die Startspielerin und darf jetzt zuerst überlegen, welche Karten sie gerne aufspielen möchte. Und sie könnte jetzt mal sagen, dass sie einfach nur eine Karte spielt, taktisch vielleicht gar nicht so unclever, weil sie müssen halt die anderen Leute überlegen, was spielen sie da hin. Problem ist, wenn beim höchsten ein Gleichstand ist, wenn jetzt meinetwegen beide eine 4 aufspielen würden, würde der nächste gewinnen. Das heißt, wenn hier eine 0 oder eine 1 liegen würde, würde er dann damit gewinnen. Also muss ich jetzt auch wieder überlegen, möchte ich da mitmachen oder nicht? Das blaue Einhorn möchte er vielleicht. Problem ist nur, vielleicht weiß er gar nicht mehr, welche Karte er hingespielt hat. Die darf man sich nicht wieder angucken. Ich bin es noch nicht angeguckt natürlich. Daher würde er jetzt einfach mal hier auch eine Karte verdeckt vor sich spielen. Ich müsste jetzt überlegen, okay, was möchte ich spielen? Und ich weiß natürlich schon, dass er die beiden Nullen raus hat. Also kann er was hohes spielen, eine 1, eine 2, eine 3. Aber warum sollte er überhaupt mitmachen? Weiß ich nicht, vielleicht sage ich, okay, blau ist natürlich super gut für mich. Vielleicht hätte ich mir hier eine Falle gespielt, ein Miefhorn, das weiß ich nicht. Aber ich riskiere es einfach mal und spiele dort auch meine 4 hin. Und jetzt, nachdem alle Spieler gespielt haben, würden wir auch wieder aufdecken. Ich hätte eine 4, er hätte eine 0 dahin gespielt und er hätte eine 3 gespielt. Das heißt, ich würde dieses Einhorn gewinnen, müsste aber vorher diese reingelegte Karte spielen. Eine Stecknadel dran, das heißt, wird da rangetackert. Dieses Einhorn hat keine Farbe und kann auch durch Schwarzmarktplättchen keine bekommen. Einhorn-Pipi. Ja, das ist doof. Damit ist jetzt diese Karte für mich farbtechnisch egal. Sie bringt mir einfach nur 2 Punkte und die kann ich, denke ich, hier hinlegen. Wie gesagt, wir haben noch Spezialfähigkeiten. Die erkläre ich jetzt mal bei der nächsten Jagdphase. Das heißt, auch hier würden die Karten jetzt wieder beiseite kommen. Man könnte auch einfach hier so, ne, ein bisschen auffächern, dass die anderen Spieler halt sehen, was man schon so gespielt hat. Er hat natürlich noch super viele Karten, weil er noch gar nichts gespielt hat. Und die Prinzessin könnte jetzt auch die Karten eben hier so ablegen. Jetzt kommt schon zu der Jagd. Da ich dieses Einhorn gewonnen habe, bin ich jetzt Startspieler, muss jetzt überlegen, okay, wie sehr möchte ich das? Ich habe bisher 2 Punkte, das ist nur 1 Punkt wert, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass er hier das bekommt. Aber ich weiß natürlich, er hat noch seine ganzen hohen Karten. Läuft wahrscheinlich schon mal ganz gut für ihn. Ich könnte aber sagen, okay, ich gehe mal richtig hoch, ich gehe mal auf einen Wert von 6, habe dann noch eine Karte übrig, das ist vielleicht gar nicht so gut, weil danach noch eine Jagd kommt, aber er muss jetzt auch 3 Karten spielen, also könnte er vielleicht diese 3 Karten hier spielen und er würde dann diese 3 Karten spielen. Auch dann würden wir ihn wieder aufdecken, da ist ja auch keine Falle oder sowas dran, also alles ganz easy. Ne? Hier wäre ein Wert von 6, hier wäre ein Wert von 7 und hier wäre auch ein Wert von 6, das heißt, okay, ne, einfach kampflos das Ding hier gewonnen. Das ist gar nicht so schlecht für ihn, weil jetzt ist er natürlich der Startspieler, der so festlegt, welche Karten gespielt werden. Jetzt kann man natürlich schon mal ein bisschen gucken, welche Punktewerte die anderen noch haben. Ne, hier, er hat noch 2 Karten, das müssen 2 Zweien sein. Er hat noch 4 Karten, dabei eine 4, 2 Einsen, eine 0. Das ist auch relativ offensichtlich. Also man kann sich tatsächlich ein bisschen zusammenreimen, was die Leute noch auf der Hand haben. Er wird auch hier den Marker bekommen. Ja, und ich habe jetzt natürlich hier nur noch eine 1 und eine 0, das wissen auch alle anderen. Das heißt, er könnte aber sagen, okay, er wirft mal diese 3 Karten hin und weiß damit eigentlich ziemlich safe, dass er gewinnt. Ich kann jetzt überlegen, okay, ich kann eh nicht mitmachen, er kann auch nicht mitmachen, also können wir einfach gar nicht an der Jagd teilnehmen. Die hier werden aufgedeckt, es kommt halt noch die Fallenkarte und das ist das Miefhorn. Wie doof, das heißt, damit ist das Ding jetzt auch noch 5 Minuspunkte wert. Ne? Muss mal gucken, ob man über Set mehr Punkte macht, aber aktuell ist das halt ein super schlechtes Einhorn. Jetzt, zu dem noch die Schwarzmarktphase kommen, hier Startspiel, der hat 0 auf der Hand, ne? Ich habe auch nur noch 1 Punkt auf der Hand und er hat immer noch 4 Punkte auf der Hand. Das heißt, er ist der Einzige, der jetzt das kaufen kann, weil wenn man hier bei den Gnomen kaufen will, kostet das 2, hier 6, hier 3, hier 3. Man darf nur einmal kaufen. Das heißt, er kann nicht für seine 2 Jagdpunkte, die er noch über hat, jetzt irgendwie hier 2-mal kaufen. Das heißt, er kann jetzt sagen, ich habe hier 4 Jagdpunkte, ich nehme mal hier so ein Scherzhorn, ne, setzt das diesem Einhorn quasi auf. Das heißt, hat jetzt hier so ein lustiges Scherzhorn über seinem normalen Einhorn und das ist einfach 2 Punkte Mehrwert am Ende. Das heißt, aktuell 1, 2, 3, 4 und weil ich ja so ein Zweier-Set habe, wären das aktuell immerhin schon mal 6 Punkte. Ne, er hätte aktuell auch ein Zweier-Set, also 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte, aber minus 5 durch das Miefhorn, also quasi minus 1 Punkt. Das ist gar nicht so gut. Da könnte er zum Beispiel versuchen, Einhornmetzgerei, dieses Einhorn einfach zu Pastete zu verarbeiten. Dann könnte er das gesamte Einhorn mit allem, was dran getackert ist, wegschmeißen und würde dann eben plus 3 Punkte dafür bekommen. Das wäre natürlich ganz schön nice. Und ich hätte aktuell 2 Punkte. Ich habe zwar 2 blaue, aber das hier hat durch diese Karte keine Farbe. Also habe ich hier nur ein Einer-Set. Dafür kriege ich noch keine Punkte. Und ich kann hier auch nichts auf dem Schwarzmarkt kaufen, dadurch die Farbe zu verändern. Das sagt halt die Karte, dass es nicht geht. Ich könnte aber dieses Einhorn nachher auch zu Pastete verarbeiten und hier einen kaufen. Dann müsste ich halt 2 Jagdpunkte am Ende überbehalten. Hiermit kann man die Farbe von einem Einhorn ändern. Das heißt, er kann nachher, wenn er 3 Jagdpunkte über hat, sagen, okay, er kauft mal das hier
und macht dann da auch so einen Bonbon draus, hat jetzt schon 3 und wird damit immerhin 5 Punkte bekommen. Und die gibt es halt auch nur einmal, wenn weg, dann weg. Und mit Feenstaub kann man eben auch nochmal die Farbe von einem Einhorn ändern und es ist noch 2 Punkte wert. Das heißt, auch hier könnt ihr jetzt stattdessen einfach sagen, ne, wenn ihr noch 6 Jagdpunkte über, das ist richtig viel, könnt ihr eben hier auch jetzt noch so ein Set draus machen, 3er-Set, und es wäre plus 2 Punkte wert. Das wäre natürlich ein richtig guter Boost. So, wir würden eine neue Runde losgehen. Wir würden einfach hier wieder 4 neue Einhörner aufdecken. Das hier sind die legendären Einhörner. Die sind besonders cool, sind immer 4 Punkte wert, aber haben keine Farbe, können aber durchaus hierdurch dann später eine Farbe bekommen. Die Karten, die wir alle gespielt haben, bekommen wir wieder zurück auf die Hand. Das heißt, die sammelt man dann einfach hier wieder ein. Das heißt, man hat in jeder von den 4 Runden, die wir insgesamt spielen, wieder alle Karten zur Verfügung. Jetzt soll man gucken, wer das letzte Einhorn gewonnen hat, die Jagd. Das wäre in dem Fall hier der Bade. Das heißt, er dürfte jetzt wieder anfangen, sich 2 von seinen Karten angucken, überlegen, welcher er spielt. Da könnt ihr jetzt sagen, er spielt mal die hier hin, ne, wirft die hier wieder ab. Dann wäre ich dran, könnte mir hier wieder 2 Karten nehmen. Könnt ihr jetzt gucken, ein Tarnhorn, die Farbe dieses Einhorns wird erst bei der Schlusswertung festgelegt. Das heißt, da kann man beliebiges draus machen oder halt wegrennen zwecklos. Damit gewinnt einfach der höchste Jagdwert, nachdem alle Gleichstände aufgehoben wurden. Das heißt, die könnte man jetzt zum Beispiel verdeckt hierhin spielen und die Karte würde offen abgeworfen werden. Und auch er könnte halt einfach hier 2 ziehen. Trojanisches Einhorn. Die Prinzessin muss vom Gewinner dieser Jagd ein Einhorn nehmen und ihm dafür ein eigenes Einhorn geben. Aha. Oder auch ein Tarnhorn könnte man auch hierhin spielen. Die Karte würde wegkommen. Jetzt hat jeder Spieler noch 4 von diesen Fallenkarten übrig, weil wir ja noch 2 Runden spielen. Es geht genau auf, dass man halt 8 Karten hat. In jeder Runde sucht man sich 2 aus. Einen spielt man, einen nicht. Das heißt, da hat man auch immer ein bisschen Variation da drin. Und jetzt würden wir einfach normal eine Runde spielen, wo wir eben auch wieder, ne, er als Startspieler wird sich jetzt auch überlegen, wie viele Karten wird er gerne aufspielen. Meinetwegen hier, ne, die beiden. Aber jetzt kommt eben noch die Spezialfähigkeit. Der Bade kann vor der Jagd eine Jagdkarte von der Hand abwerfen und ein Spieler seiner Wahl muss dann bei der Jagd passen. Das heißt, er könnte jetzt sagen, okay, er schmeißt mal hier eine Karte ab, das ist jetzt natürlich auch offen, und dann könnte er sagen, hier, blau, du darfst daran nicht teilnehmen. Dann könnte ich halt nichts spielen, dann könnte er jetzt seine Jagdkarten ausspielen, wegen die beiden, dann könnte er Karten ausspielen. Ich als Schamanin kann jetzt sagen, okay, ne, vielleicht hat er es ja nicht gemacht, ich bin einfach ganz normal dran. Ich kann immer, bevor ich zu einer Jagd gehe, mir die Karte angucken, die da liegt. Kann er gucken, ist das gut oder schlecht, aber wenn ich mir diese Karte angucke, muss ich an der Jagd auf jeden Fall teilnehmen und muss dementsprechend Karten dahin spielen. Das heißt, kommt jemand irgendwie mit 3 Karten raus und ich denke, ah, das will er vielleicht haben, ich gucke mir das mal an und die Falle, die er liegt, ist total doof, muss ich trotzdem 3 Karten dahin spielen, die ich dann gerade für später nicht habe. Das heißt, auch da muss man wieder gucken, wann ist das jetzt taktisch clever oder nicht. Die Prinzessin, die jetzt sagen würde, okay, ich hätte die ganz gern, ich weiß noch nicht, was Gelb dahin gespielt hat, ich lege die Karte mal hier hin oder darf auch 2 Karten miteinander tauschen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt weiß, irgendwie ihre eigene ist super gut, könnte sie, und das war vielleicht vorher voll, könnte sie jetzt so sagen, okay, sie tauschen einfach die beiden und dann wäre jetzt da vielleicht eine Karte, die dieses Einhorn total aufwertet, weil sie es unbedingt haben will, weil sie auch so ein grünes, ich hoffe, es ist grün, Pilzeinhorn ist. Jetzt würden wir halt alles, was wir gerade gesehen haben, nochmal machen. Das heißt, ne, hier wieder Karten zu ausspielen, die Jagd machen, dann das, dann das, dann das, Fallen aufdecken, gucken, wer was bekommt, hier die Schwarzmarktkarten abhandeln und noch insgesamt 4 Durchgänge. Das heißt, wir sehen nicht mal alle davon, weil wir hätten jetzt noch die 4 und dann hätten wir noch die 4. Das heißt, nicht ganz die Hälfte Einhörner kommt einfach gar nicht ins Spiel. Danach würde dann die Abrechnung kommen, die ich ja gerade schon mal gezeigt habe. Wir gucken, wie viele Sets haben wir. Dafür gibt es dann die Punkte. Man muss sich auch immer entscheiden, dann möchte ich jetzt so ein Farbset werten oder so ein Regenbogenset werten. Ich kann eine Karte nicht für beides nehmen. Wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und das war dann auch schon einmal Kill the Unicorns. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen einigermaßen guten Eindruck davon bekommen, wie das Spiel ist. So, vom Grundprinzip her ist es natürlich ein verdecktes Speed-Spiel. Das heißt, ich lege da halt Karten ab, biete damit quasi auf dieses Einhorn, weiß halt nicht, was spielen die anderen, bluffen die, wie nutzen die ihre Spezialfähigkeiten, also auch so ein bisschen unsicher. Ich will natürlich auch ein bisschen von diesen reingelegten Karten spielen, dass man damit anderen was reinwürgen kann, auch wenn man Einhörner abwerten kann oder aufwerten kann oder dass man sagt, haha, hast doch nicht gewonnen. Das heißt, in erster Linie lebt es natürlich davon, dass es rosa ist, Einhörner und einen Regenbogen drauf hat. Das wird natürlich erstmal viele Leute angesprochen haben. Ich habe das Spiel, bevor ich es gekauft habe und meiner Schubschwägerin geschenkt habe, und ich wusste nicht, mag sie jetzt Einhörner oder nicht. Aber ich dachte, zu Weihnachten ist es bestimmt ein ganz guter Gag. Wenn sie es hasst, passt es vom Thema her ganz gut. Wenn sie es mag, ist es eh super toll. Und ich habe halt gehofft, dass es noch so ein bisschen mehr in Richtung Exploding Kittens geht. Also, dass es wirklich einfach so ein kurzweiliges Spiel ist, das man auf den Tisch bringen kann und schnell spielen kann. Hier steckt tatsächlich schon relativ viel Strategie hinter. Und wenn ich jetzt, also ich weiß ja nicht mal, ob ich das richtig gemacht habe, aber ich so würde mich jetzt als normaler Spieler fragen, wenn hier irgendwie in einer Runde 2 Karten ausliegen, warum?
Man kann ja zwei Karten hinspielen, eine wird aufgedeckt und was ist mit der anderen? Das ist so eine Frage, das wird in der Anleitung halt auch nicht wirklich konkret beantwortet und so die Zielgruppe würde sich da schon mal fragen, was mache ich jetzt? Ich meine, es soll wahrscheinlich so gedacht sein, wenn da zwei liegen, suche ich mir eine davon aus, die ich aufdecke. Das heißt, ich könnte die aufdecken. Ah, verdammt, Mihorn ist doof, hätte ich vielleicht die von einer anderen Farbe genommen, dann wäre es ein Tarnhorn, das heißt, es wäre voll gut, weil dann könnte ich die Farbe des Einhorns später erst festlegen. Und da ist dann doch schon relativ viel Strategie drin. Ne, welche Karten spiele ich, welche behalte ich auf der Hand, spare ich vielleicht Punkte, um mir hier irgendwas zu holen, kann ich toll diese Fallenkarten kombinieren mit irgendwelchen Karten, die ich spiele. Es gibt zum Beispiel auch Karten, die machen irgendwie alle ungeraden Karten werden verdoppelt, das heißt irgendwie aus einer 3 wird eine 6 oder auch das 1er und 3er tauschen, das heißt aus einer 3 wird eine 1 und aus einer 1 wird eine 3, das kann auch nochmal einiges verändern. Ich kann das halt relativ wenig planen, ich freue mich halt, wenn es gut geht, wenn es bei einem zu gut läuft, kann man auch nicht wirklich aktiv gegen den spielen. Man hat dann natürlich schon eine Idee, welche Einhörner er sich vielleicht holt, aber vielleicht wechselt er auch seine Strategie und holt sich einfach mehrere verschiedenfarbige Einhörner, kann auch hier mit diesen Zuckerwatte und Feenstaubmarkern auch die Sets verändern, sodass er dann eben auf einmal unterschiedliche Farben hat. Na, wenn ihm das halt zweimal gelingt, hier sind vier Farben abgebildet, also gehe ich mal davon aus, dass man insgesamt 8 Karten gewinnen muss in 4x4 Runden, wo wir insgesamt 16 Einhörner gewinnen können, plus eins, das wir schon da haben, dass ich da jetzt alle bekomme oder ungefähr die Hälfte minus eins ist schon super unwahrscheinlich. Aber kann, wenn es ganz dumm läuft, halt auf jeden Fall funktionieren. Die Spezialfähigkeiten sind gefühlt unterschiedlich stark. Die Prinzessin ist halt super situativ und die weiß auch oftmals gar nicht, was sie da tut. Die Schamanin ist eigentlich immer dann gut, wenn man halt auch überlegt, ob man an der Jagd teilnimmt oder nicht. Weil gerade wenn hier solche Karten sind, die irgendwie die Werte von Zahlen verändern oder so, dann weiß man halt, okay, das kommt. Dann muss man zwar dahin spielen, aber wenn ich eh schon denke, okay, das finde ich interessant, daran möchte ich teilnehmen, dann gucke ich mir einfach meine Falle an und dann kann ich eben immer noch entscheiden, ob ich meine hohen oder meine tiefen Karten hinspiele. Das ist schon gefühlt sehr, sehr stark, dass der Bade halt einfach einen Spieler von der Jagd ausschließen kann, ist auch ganz nett. Wenn jetzt hier er schon irgendwie vier Grüne hat und vielleicht noch sein fünftes Grünes bekommen würde, könnte ich sagen, nee, du jetzt nicht. Gerade in der vierten Runde kann das natürlich super lukrativ sein. Aber ich hätte mir gehofft, dass es eher so ein Spiel ist, das noch ein bisschen seichter ist, dass man einfach schnell hinlegt, schnell losspielt, das ein bisschen interaktiv ist und das fehlt hier tatsächlich so ein bisschen. Wenn ihr jetzt aber Spieler seid und auch so dieses Handkartenmanagement, so, ne, welche Punkte habe ich jetzt schon ausgespielt, welche brauche ich noch für später, wo liegen vielleicht irgendwelche Fallenkarten, wie möchte ich mir hier später noch die Sets zurechtwurschteln, weil es ist ja im Prinzip ein Punktesammel und auch eigentlich dann eher noch ein Setsammelspiel und ihr halt Einhörner mögt, wenn ihr Rosa mögt, dann kann das auf jeden Fall ein super nettes Spiel für euch sein. Ich würde jetzt aber nicht blind eine Empfehlung für so absolute Gelegenheitsspieler aussprechen. Und das will es, glaube ich, eigentlich, ich weiß halt nicht, ob es sich an Vielspieler richtet, die Einhörner mögen oder ob es eben durch sein ganzes Setting dann auch eher die Gelegenheitsspieler abholen soll. Na, das weiß ich nicht, es kann man mit denen spielen, das kann sich auch Spaß machen, aber jetzt hier auch so in Cuxhaven, wo ich gerade bin, wo ich auch mit meiner Mutter einfach gerne Spiele spiele, die man auf den Tisch bringt, die einfach schnell gespielt werden müssen, wo so jetzt nicht so mit Regeln und Strategien ganz viel planen, sondern wo man einfach interessante, tolle Dinge macht, da kam das, glaube ich, tatsächlich ein bisschen weniger gut an, als ich es mir erhofft habe. Aber mal gucken, das bleibt jetzt erstmal noch hier in Cuxhaven. Ich werde mal in so einem halben Jahr oder einem Jahr fragen, wie oft das dann wieder auf den Tisch gekommen ist. Wenn das halt doch noch ein paar Mal gespielt wurde, vielleicht auch mit totalen Einhorn-Fans und dann gut ankam, dann ist natürlich nicht schlecht. Wer sich dann ein Jahr dran erinnert, kann mich dann gerne Weihnachten nochmal darauf ansprechen. Und ansonsten gab es auch einfach super wenig Videos zu Kill the Unicorns. Ich habe das halt in der Spieleburg gesehen. Dadurch, dass es ein Kickstarter war, ist auch relativ wahrscheinlich, dass es sich eher so an Spieler als Zielgruppe richten soll. Man braucht halt mindestens 3 Leute, Maximum 6. Wenn man halt zu 6 ist, dann gibt es halt weiterhin nur 4 von diesen Einhörnern. Es gibt maximal 2 Fallen, die man überall hinspielen kann, oder diese reingelegten Karten. Also ja, bin mal so gespannt, wenn ihr es vielleicht schon ausprobiert habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch so angekommen ist, mit welchen Leuten ihr es gespielt habt, ob das eher gut angekommen ist oder eher so ein bisschen gefloppt ist. Und dann hoffe ich, dass ihr einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, lasst mir einen Kommentar da. Ich sage bis bald und tschüss!